Der Innenbau eines Modellbaugebäudes, ob Häuschen oder Bahnhof, irgendwas, was man so baut, finde ich, ist genauso wichtig wie die Gestaltung von außen. Man guckt durch Fenster, man kann durch Tore, durch Türen reingucken und da sollte man ein bisschen was drin sehen und nicht bloß, wenn man Licht reingebaut hat, einen Lichtschein, der rauskommt, sondern eben auch ein paar interessante Dinge entdecken, sofern möglich natürlich. Ja, und damit recht herzlich willkommen bei Modell Creation, den Modellbaukanal von Train Dreams. Hier zeige ich dir die detaillierten Bauten der einzelnen Modelle, die ich selber entwerfe, aber auch andere Modellbauprojekte werden hier gezeigt, Dioramen, Modellbau allgemein, elektronische oder elektrische Projekte. Ich bin Uli, los geht's. Ja, im Hintergrund sehen wir es schon. Ich baue nämlich gerade ein solches Räumchen aus, und zwar ist das von meinem ersten selbst gelaserten Haus, ein Haus, ich habe es im ersten Teil schon gesagt, was im Grunde genommen völlig ohne Sinn ist. Ich habe das nur entworfen, um ein Haus zu entwerfen, aber ich finde es mittlerweile recht hübsch und es wird auch einen Weg auf meine Modellbahn finden. Dazu könnt ihr aber später mehr oder generell mehr auf Train Dreams sehen. Ich verlinke den Kanal natürlich in der Endcard, aber auch unter dem Video. Und ja, weil mir es eben gefallen hat. Ihr seht schon, ich habe jetzt Hintergrund reingeklebt. Das Ganze habe ich mir ausgedruckt auf meinem Drucker. Ich habe da keinen hochwertigen Druck gewählt. Ich habe da mein Ökopapier, was ich immer verwende, reingemacht. Das ist nichts Tolles. Aber wenn man, da kommen später Tore dran. Und die Tore stehen offen. Und in diesen offenen Toren soll vielleicht ein Auto drin stehen oder irgendwas anderes in der Art. Oder man sieht in Preiserlein, was da irgendwas werkelt, irgendwas macht. Da braucht man meines Erachtens einen Hintergrund, damit man da eben auch ein bisschen was sieht. Und wenn die Tür offen steht, habe ich einen recht guten Einblick in das Ganze. Ja, und deswegen kommt da hinten was dran. Ihr seht auch, dass ich gerade jetzt hier die Fußböden bemalt habe. Natürlich in der Werkstatt unten rechts etwas versiffter, etwas dreckiger. Das Ganze mit der schwarzen Wash gemacht. Das habe ich nachher noch zwei, dreimal ein bisschen verändert nochmal, weil ich habe es doch recht nass gemacht. Und wenn man es recht nass macht, dann kann passieren, dass man wieder die Holzflecken so ein bisschen sieht. Natürlich soll man was sehen. Es ist wichtig, bin ich der Meinung, bloß keinen gleichmäßigen Anstrich bei solchen Modellbauhäuschen. Hier seht ihr übrigens, logischerweise seht ihr das, wenn ihr hinguckt, dass ich meine Fenster bemale. Die Fenster bemale ich hier mit dem Surface Primer. Das heißt, das ist eine recht matte, sehr stark deckende weiße Farbe. Und die male ich recht grob an. Hierbei ist mir wichtig, dass ich die Fenster, die Stege von innen mit anmale, dass ich schön weit rüber komme und so weiter und so fort. Und ihr seht aber auch, dass ich über die Fenster rausmale. Das kann ich mir hier natürlich leisten, weil die dunkelbraunen Bereiche neben den Fenstern, da habe ich tiefer mit dem Laser reingraviert, da habe ich sozusagen eine Kante reingeschnitten. Doch da komme ich im dritten Teil nachher noch zu. Nicht nachher, sondern im dritten Video nachher zu. Und da erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Hier bemale ich die Räume von innen nur in zwei Farben, grün und rot. Mische das ab und zu das Ganze mal ein bisschen, damit das ein bisschen Abwechslung ist. Man kann durch die kleinen Fensterchen nicht wirklich gut reingucken. Wenn in dem Gebäude gerade kein Licht an ist, sowieso nicht, hat man keine Chance da reinzugucken. Aber wenn das Licht an ist, dann kann ich reingucken in das Gebäude. Das ist ja mein Gebäude Version 11, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich habe ja einige Versuche gebraucht, ich so ein bisschen halbwegs mit den ganzen Materialien vertraut war, mit den ganzen Laserschneiden. Und hatte im vorigen, das hatte ich euch auf Train Dreams schon mal gezeigt, das Gebäude, da war tatsächlich jeder einzelne Raum mit einer, ich sag's mal, Tapete versehen. Das heißt, ich hatte da wirklich jeden Raum innen ausgestaltet. Habe dann aber festgestellt, dass ich bei dieser Art Gebäude, bei dieser Fenstergröße auch in das Licht scheint, nicht wirklich reingucken kann. Man kann Dinge wahrnehmen, deswegen habe ich es ja jetzt hier rot und grün und braun und was mir alles so unterkam in der Vermischung der Farben gemacht. Und dann sieht man, wenn man reinguckt, so eine warme Wendefarbe irgendwo. Und das fand ich recht angenehm. Deswegen habe ich mich eben für Rot und Grün entschieden. Ich wollte da kein Blau rein haben. Die LEDs, die ja hinten dran sind oder die jetzt hier schon eine ganze Weile dran sind, die sind ja auch warmweiß. Ich mag ja warmweiß sehr. Ich mag das Kaltweiß nicht so. Und das hat immer ein bisschen was Ungemütliches, aber das fällt auch so ein bisschen persönlich, was man da macht. Und da sieht man das halt, dass das ein bisschen, ja, dass da was warme Wände drin sind. Und diese runden Ausschnitte, die hätte ich noch ein bisschen doller übermalen können, aber ich fand nachher, wo das fertig war, beziehungsweise bei der Probe, dass man das als recht angenehm empfindet, wenn da nicht nur eine Wand ist, sondern dass da auch noch irgendwas anderes ist. In dem Fall ja, sind es ja diese ovalen Ausschnitte, wo man eigentlich die Kabel durchführen kann oder irgendwas anderes durchführen kann, was man so braucht. Entschuldigung.
Und ja, hier setze ich Preiserleins ein. Ich habe alle möglichen da, von Original Preiserlein über mittelteure, über billige. Und für solche Dinge wie hier oder auch wenn ich in Waggons Figuren reinsetze, da kommen die billigen rein. Das sind die, die wir hier sehen, die sind ganz mies bemalt. Das ist eigentlich hässlich. Aber es ist egal. Ich bin ehrlich, ich setze hier kein 1,50 Euro Preiserlein in ein Gebäude rein, wo ich später nur eine Silhouette von der Figur sehe. Das werden wir nämlich zum Schluss sehen. Und ja, hier habe ich mich entschieden, den kleinen gelben, das passt schon irgendwo. Der hebt die Hand, der winkt zum Fenster raus oder hinterm Fenster. Vielleicht zieht er auch eine Gardine zu, die nicht vorhanden ist. Denn Gardinen habe ich nicht auch noch angebracht, hätte ich machen können. Wäre überhaupt kein Problem gewesen, kann man ja selber ausdrucken. Dann hätte man aber gar nicht mehr reinschauen können. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass man irgendwo in ein Gebäude reinschauen kann. Sicherlich werde ich auch Gebäude machen, wo Gardinchen dranhängen, wo ja irgendwas in der Form noch dran ist. Aber hier in dem Gebäude fand ich es ein bisschen unpassend. Das wäre zu viel des Guten gewesen, weil da brauchen wir keine Innenausstattung zu machen. Damit das Ganze jetzt hier klebt, jetzt habe ich ja endlich mal die, sagt man da Hochzeit zu? Die Frontplatte ran gemacht. Die musste ich ja noch offen lassen, damit ich das drinnen gestalten konnte. Und da ich hier mittelfesten Sekundenkleber verwende und keinen flüssigen, muss man das ein bisschen fixieren, damit das eben ja schön hält. Bei dem flüssigen, der hält sehr, sehr schnell. Aber der mittelfeste, den finde ich immer recht angenehm bei vielen Dingen, wie auch hier beim Verbinden. Hier, also den flüssigen verwende ich, wenn ich zwei Holzstückchen direkt aneinander verbinde, zack, flüssigen Kleber ran, hält. Wenn ich aber jetzt großflächig was kleben will, wie hier mehrere Stege mit dem Deckel verbinde und, da ist das nicht angebracht. Da brauche ich den mittelfesten oder den mittelviskosen Sekundenkleber. Und da brauche ich aber eben ein bisschen länger mit trocknen, heißt zwar Sekundenkleber, aber ich gebe ihnen 120 Sekunden oder was weiß ich was. Meistens klebe ich das und gehe weg, dann bleibt das da drüben immer einen halben Tag liegen, aber ist ja nicht weiter schlimm, so fester ist es ja. Jetzt musste ich hier natürlich, damit man jetzt eine Dachschräge aufbringt, muss ich natürlich die Hauswand vorne schräg feilen, damit das schön abschließt. Das sind natürlich Sachen, die kann ich mit dem Lasercutter nicht machen. Ja? Da kann ich also nicht schräg lasern, das geht nicht. Natürlich könnte ich das Objekt schräg reinlegen, aber das kann ich ja nicht beim Druckvorgang oder beim Schneidvorgang verändern, das geht nicht. Also dann nimmt man die Feile zur Hand und feilt das ein bisschen schief. Das werden die meisten, die schon Lasercut-Bausätze gemacht haben, selber kennen. Man hätte jetzt auch noch viel dünnere Platten nehmen können, wollte ich aber nicht. Ich wollte den Ganzen eine gewisse Stärke geben, damit das Haus auch eine gewisse Konsistenz hat. Damit das irgendwo ein stabiles Gebäude ist. Ja, das ist also 2 mm Sperrholz, was ich hier verwende. Ich habe bis 1 mm da. Aber dann verzieht sich's, dann wird's krumm, wenn ich's bemale, dann bleiben die Platten nicht gerade. Das ist sowieso ein bisschen ein Problem, wenn man mit Holz arbeitet. Wenn's nass wird, verzieht sich's. Aber wenn man das Ganze schön verklebt, wenn man das Ganze schön festmacht, auch geduldig ist, wartet, bis es fest ist und dann erst bemalt, passiert gar nichts. Ja, das ist, was man wissen muss. Viele sind, oder weiß viele, ich weiß das ja nicht, wie anders machen. Manche sind da vielleicht ein bisschen ungeduldig, was es angeht. Und das ist vielleicht nicht ganz so schön. Deswegen warten. Ja, das ist sowieso unser Freund beim Modellbau, wenn wir irgendwas bauen, auch mit Weißleim irgendwas machen, da musst du eben mal 24 Stunden warten, auch wenn der Kleber schon nach 20 oder 30 Minuten gut angezogen hat. Aber damit man sich sicher sein kann, dass alles schön durchgetrocknet ist, alles auch hält und stabil ist, dann ist es natürlich angebracht, wenn man das Ganze ja mit Geduld angeht, finde ich recht wichtig. Das Häuschen, das Dach hier oben habe ich ja auch angefeilt, ihr habt es ja selber gesehen. Es klebt oben, ohne Frage. Ich stelle es natürlich jetzt hier hin. Ich habe es nachher noch ein bisschen festgehalten. Das wollte ich euch noch nicht alles im Video hier zeigen. Und das wird natürlich gleich weggemacht. Da oben ist noch ein kleiner Spalt. Man hat ja nicht hundertprozentig gefeilt oder wie auch immer. Das klebt nicht, wie man das sich denn vorstellt. Und da hat man oben einen kleinen Spalt. Um den kümmere ich mich gleich. Zuerst wird das Häuschen jetzt von außen grundiert. Und zwar in einer sogenannten schwarz-roten Farbe. Die ist nicht so genannt schwarz-rot, die ist schwarz-rot, auch wenn man es hier kaum sieht, weil ich sie sehr, sehr stark verdünne. Das ist übrigens die gleiche Farbe, die ich mal verwende, wenn ich auch was für die Modellbahn mache, wenn ich Tunnelportale baue und sowas alles. Und das wird natürlich nachher alles noch gealtert. Aber erstmal muss eine Grundierung drauf, damit man erstmal eine Basis hat. Ganz schlecht ist natürlich immer, wenn man irgendwo vielleicht runtergelaufenen Kleber hat. Da deckt natürlich so eine Farbe nicht richtig. Das muss man natürlich beim Kleben oder beim Einkleben beachten, dass man da schön vorsichtig ist, dass da eben nicht zu viel runterläuft irgendwo. Hier sehen wir schon die ganzen Stellen, wo ich sozusagen immer, ich beim sozusagen heute, wo ich immer die Fensterläden rausgemalt habe, was ja irgendwo
Okay, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das passt irgendwo. Jetzt wird das Dach noch grundiert in Grau. Das ist also wirklich erstmal nur, dass die ganze Holzfarbe irgendwie verschwindet. Und damit das Ganze ja eine Basis gibt nachher für das Altern des Gebäudes. Und damit es halt ja, eine Basis ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Und das macht sie natürlich dann besser im späteren Durchgang, wenn man da auch nachher, ich bringe nachher noch Dachrinnen an und solche Sachen. Und ja, da ist es natürlich von Vorteil, wenn man da schon Farbe drunter hat, damit man eben beim späteren Bemalen kommt man da vielleicht nicht mehr hin. Dann hat man da wieder Holzfarbe durchlugen, sieht hässlich aus. Hier verspachtle ich jetzt oben den Spalt. Das kriege ich relativ gut hin. Da braucht man auch ein bisschen Zeit für. Das sollte man nicht zu schnell angehen und zu luschig, sondern eben schön ordentlich, schön abstreifen, damit das eben später nicht wirklich mehr zu sehen ist. Natürlich ist das okay, wenn da oben ein bisschen was zu sehen ist. Wir haben ja Gebäude, die sind ja nicht aus dem Ei gepellt und hingestellt. Das möchte ich ja nicht. Es sollen ja Gebäude sein, die da vielleicht schon Jahre stehen oder wie auch immer, also nicht bei mir, sondern so soll es zumindest aussehen. Deswegen werden sie ja gealtert und da kann ich natürlich mit dieser Spachtelmasse, die ich hier auftrage, die kann ich, wenn die kurz vorm Abtrocknen ist, so wie das jetzt hier der Fall ist, kann ich das mit der Pinzette richtig schön so einfach abraspeln oder wie sagt man denn, so das wird so gummiartig dann. Und das kann ich ganz, ganz toll abmachen und dann habe ich entsprechend das Dach dann wirklich nur den Spalt oben zu und wenn da ein bisschen, wie gesagt, was rüber quillt, später ist es überhaupt nicht schlimm, dann sieht es einfach ein bisschen ranziger aus, ein bisschen benutzter alles. Das Dach ist ja auch schon jahrelang da drauf und das hat natürlich auch schon seine Abschürfungen durch das Wetter. Erosion, nee, Erosion ist das ja in dem Fall nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Damit ich eben die Ritzen auch noch nachstellen kann, die ich jetzt zugeschmiert habe, muss ich das natürlich mit dem Messer, mit dem Rücken so ein bisschen wieder auffrischen. Auch wenn man später, ich habe es festgestellt, nicht sieht, ist das jetzt ein Arbeitsschritt, der ist ein bisschen, naja, sinnlos. Aber ist ja auch egal, man hat es gemacht. Es ist fürs gute Gefühl, es ist alles schön, es ist alles gleichmäßig, es ist alles toll, weil ich kann dann nämlich nicht mit der Feile nachher rübergehen, weil dann würde ich ja die ganzen Ritzen, die ich da rein graviert habe, auch wieder mit zumachen. Das will ich ja nicht, deswegen fahre ich ja das alles so nach und nach oben durch. Und das sind so kleine Details, die man, wenn man genau hingucken sollte, dann irgendwann mal sieht. Das Ganze, die ganze Außengestaltung, was danach alles kommt, richtig tolle Sachen, zeige ich dir im dritten Teil. Das wär's für heute mit dem zweiten Teil. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Wie auch immer, der ganz gut zum Schluss. Den mache ich jetzt hier nicht weiter. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir sehen uns am Freitag bei Train Teams. Der Kanal ist verlinkt. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut. Bis dahin, euer Uli. Schöne Woche. Tschüss.